Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen hier nicht mehr aus Kolumbien, sondern ganz genau genommen wahrscheinlich an den weit entferntesten Ort von Kolumbien, den man sich nur vorstellen kann. Australien in der wunderschönen Stadt Sydney. Ja, hier ist nicht nur das Leben komplett anders und deswegen habe ich jetzt auch gedacht, richte ich mal dieses Video ja, mit meinen letzten Worten an Kolumbien, denn diese Ära ist nun jetzt schlussendlich Realität geworden und einfach vorbei. Muss man einfach so sagen, und ich habe versucht, so ein bisschen in diesem Horrorflug 53 Stunden, eher 60 Stunden, mal so ein bisschen meinen Kopf auch zu sortieren und nochmal ein bisschen drüber nachzudenken und auch mit dem Kolumbien-Thema ja, einfach ein bisschen zu reflektieren. Und ich wollte einfach an dieser Stelle mal sagen, danke Kolumbien, danke für diese unfassbaren 8 Monate und eine Woche, die ich bis jetzt in diesem Land verbracht habe über die letzten Jahre. Unfassbar, wie groß einfach meine Liebe für dieses Land geworden ist. Also ich meine, ich war in keinem anderen Land, vielleicht in Mexiko 3,5 oder 4 Monate oder so, vielleicht mal in Mexiko in meinem Leben. Aber 8 Monate, das ist schon eine Weile. Und besonders habe ich natürlich die meiste Zeit immer in Medellin verbracht und muss sagen, also es ist wirklich in mein Blut übergegangen. Also ich liebe es einfach zu krank und ich merke auch schon gerade, dass ich in gewisser Art und Weise Kolumbien in Zug habe. Also ich gehe wahrscheinlich den Leuten, mit denen ich hier unterwegs war, die letzten Tage auch schon ein bisschen auf den Sack, weil fast alles, was aus meinem Mund kommt, hat nur mit Kolumbien zu tun. Oder ich vergleiche alles nur mit Kolumbien. So war das auch in Deutschland. Meine Jungs, so, ich habe die auch dicht gelabert über Kolumbien. Und es ist bei mir einfach so krank in meinem Kopf drin, dass ich ja wirklich einfach alles mit Kolumbien immer vergleiche. Und warum ist es so? Warum, was hat dieses Land hier mit mir angetan? Das ist halt nochmal so das Interessante. Für mich würde ich auf jeden Fall sagen, es ist so das einfach unterschätzte Land, was ich kenne so. Oder wo halt die meisten Leute direkt ja nicht viel drüber wissen, abgesehen von diesen Pablo Escobar, Drogengeschichten und vielleicht, ja, ich glaube nicht mal, die meisten Leute haben auf den Schirm, dass dort halt wirklich hübsche Frauen auch unterwegs sind und dass diese Kultur halt einfach sehr, sehr angenehm ist. Dass, also Kolumbianer sind einfach so unfassbar nett. Und was mir jetzt auffällt, ist, die Leute sind einfach alle so nicht sprunghaft und nicht spontan, sondern so, wie sagt man das? Also hier in Australien, also ist ja, merke ich so ein bisschen den Unterschied, alles ist ein bisschen zu perfekt, zu ideal. So keiner springt aus der Reihe. Und das ist so ein bisschen auch das, was aus dem letzten Video eine Frau gesagt hat, was sie, die in Deutschland 3 Jahre gelebt hat, was sie an Kolumbien vermisst hat. Das Chaos, the mess. Also das merke ich auch gerade. Also dieses, das Authentische, dieses Raw, dieses Echte halt. Das hat jeder so gefühlt einfach macht, worauf er Bock hat. Und auch nicht darüber nachdenken, hey, wie kommt das jetzt gerade rüber? Einfach das ganze Land ist so. Also man fährt im Taxi und der spielt irgendwelche, weiß ich nicht, Bachata-Musik oder so und singt dann dazu einfach. Also er fragt dich auch nicht, kann ich jetzt singen? Also der Taxifahrer fühlt es einfach und er fängt einfach an zu singen oder zu tanzen oder so. Oder so ein bisschen zu shakern. Und das ist einfach geil, ne? Das ist, also man merkt es hier, also es ist sehr schön und sehr erfrischend, mal wirklich in einer so modernen Welt zu sein. Gerade Sydney ist einfach eine unfassbar schöne Stadt. Aber da kommen wir in den nächsten Videos zu, was ich so von Australien denke. Aber ja, also meine Zeit in Kolumbien habe ich wirklich sehr genossen, besonders auch die letzten 3 Wochen noch mal ein bisschen mehr in der Partyszene und vor allen Dingen auch in Provenza mich aufgehalten, noch mal ein paar coole Leute kennengelernt, auch Grüße an den Tobi, falls du das siehst. Hoffe, hast du weiterhin eine gute, schöne Zeit und hör auf, mir irgendwie ständig irgendwelche Sachen zu schicken, die mich an Kolumbien erinnern. Da will ich mich jetzt nichts mehr von wissen. Für mich geht der Ernst des Lebens ja jetzt auf jeden Fall bald los. Und ja, es wird auf jeden Fall eine harte Zeit. Wird auf jeden Fall eine harte Zeit für mich, jetzt lange aus Südamerika raus zu sein. Ich hoffe, ich halte das durch. Ich hoffe wirklich, ich halte das durch und ziehe hier mal. Ich muss jetzt halt, guck mal, ich habe hier Work and Travel Visum, 350 Euro bezahlt, Flug 1300 kann man sagen. Rückflug kostet natürlich auch wieder ein bisschen Geld. Also abgesehen auch mit den Flugthemen und so, da habe ich jetzt nochmal eine Lösung für gefunden. Die kommt aber dann in den nächsten Videos irgendwann. Komme ich mit auf zu, so einen kleinen Traum, wie man Graz fliegen kann. Da bin ich gerade, anderes Thema. Kommen wir wieder zurück zu Kolumbien. Also nach wie vor, wenn ich mal irgendwann wieder zurückkommen sollte, werde ich sehr, sehr lange dort leben. Wahrscheinlich noch länger, als ich bis jetzt das gemacht habe. Habe so ein bisschen den Traum, dass ich dann halt wiederkomme und mir halt wirklich eine Wohnung hole. Das, was ich dieses Mal auch geplant habe. Vielleicht irgendwas mit Airbnb mache. Motorrad kaufe, mal ein bisschen rumreise. Vor allen Dingen auch an der Pazifikseite. Einfach nochmal ein paar Sachen vom Land sehen, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, Kolumbien, letzte Worte auf jeden Fall. Gracias. Also wirklich, Kolumbien hat auf jeden Fall ein Teil in mir selber auch schon wieder mit verändert so. Und ich bin einfach froh über die Erfahrung. Und ich denke,
dass viele Leute einfach diesem Land eine Chance geben sollten oder beziehungsweise auf so einer Mittelamerika-Südamerika-Route das einplanen sollten, weil ja, es ist einfach ein Land, was so viel Abwechslung zu bieten hat, ob es jetzt landschaftlich ist oder auch von der Kultur. Und man wird mit offenen Armen begrüßt und ich wünsche mir einfach so, dass dieses Land halt sich auch weiterhin in eine gute Richtung entwickelt. Also ich merke halt, ich fühle mich teilweise auch persönlich angegriffen, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich war jetzt 3 Tage in Medellin und Medellin ist kacke. So, dann fühle ich mich teilweise echt persönlich angegriffen, als wenn jemand mich beleidigen würde. Und ich habe so das Gefühl, ich muss die Stadt verteidigen. Natürlich kann jeder andere, also jeder hat so unterschiedliche Erfahrungen, das ist auch gut so. Man sollte immer versuchen, ohne große Erwartungen irgendwo ranzugehen und alles so auf sich zukommen lassen, wie sich das dann vor Ort entwickelt. Aber es ist halt nun mal so, viele kommen halt 3 Tage nach Poblado, vielleicht regnet es dann noch und haben dann nicht so die besten Erfahrungen, denken dann so, sie könnten was über Medellin sagen, beziehungsweise haben ein Gefühl von Medellin. Aber es ist halt wirklich so, ob du jetzt in Aureles bist, ob du im Zentrum bist oder ob du jetzt in Poblado bist, sind halt überall komplett verschiedene Welten. Und es ist schön, nach der Zeit so ein bisschen die Welten zu verstehen und auch so ein bisschen das Gefühl zu haben, hey, ich verstehe jetzt die Kultur. Ja, und für mich nach wie vor, wie gesagt, Kolumbianer einfach herrlich. Also heute bei mir im Hotel, im Hostel, war auch ein Kolumbianer. Und ja, mein Herz ging einfach auf, als ich gehört habe, hey, ich komme aus Kolumbien. Und dann habe ich mit ihm Spanisch geredet und ja, einfach geil. Also einfach geile Menschen, wirklich ein unfassbar schönes Land, in dem ich jederzeit wahrscheinlich in meinem Leben zurückkommen werde. Also egal, ob ich jetzt 10 Jahre nach vorne spule und vielleicht ein Haus mit Kind in Deutschland habe, man weiß es nicht. Also selbst dann würde ich halt immer noch wieder nach Kolumbien zurückkehren. Und ja, ich habe einfach eine tiefe Verbindung mittlerweile zu diesem Land aufgebaut. Und letztendlich ist es auch genau das, was ich ja gesucht habe oder erwartet habe von dieser Reise, dass ich halt Orte finde, in denen ich mich halt so wohl fühle, dass ich halt immer wieder zurückkommen möchte oder gar nicht gehen möchte am liebsten. Ja, sind wir natürlich gerade wieder bei dem Thema, warum bin ich jetzt hier und warum sind die Aktienkurse gerade am Steigen? Das ist natürlich jetzt so die Frage. Aber ja, wie gesagt, lasst uns das Thema damit abschließen. Wart ihr schon mal in Kolumbien? Was war so eure Erfahrung, euer erster Eindruck von Kolumbien? Wart ihr vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht, dass ihr gesagt habt, hey, ich habe jetzt so viele Erwartungen gehabt durch deine Videos und habe es jetzt gar nicht so gefühlt? Oder würdet ihr tatsächlich sagen, hey, ich habe es total gefühlt und ihr seid auch so ein bisschen geflasht von Kolumbien? Passiert wirklich vielen Reisern, vielen Freunden von mir, die sich auch in Kolumbien verliebt haben. Und das war es auf jeden Fall, das letzte Video über Kolumbien. Leute, danke auch, dass ihr mit dabei wart. Es geht auf jeden Fall weiter. Reisevideos auch aus 3, denke ich mal, ein sehr interessantes Thema. Kann man natürlich auch sehr viel Geld verdienen. So langsam steige ich natürlich da auch durch. Schon ganz viele Jobanfragen gerade mittlerweile bekommen. Aber dazu in dem nächsten Video mehr. Denke ich mal, wird weiter interessant bleiben auf diesem Kanal. Ich werde doch natürlich noch in Asien, Japan, Taiwan sind auf jeden Fall hoch auf meiner Liste und auch wieder nach Kolumbien zurückkehren. Also Leute, lasst uns weiter dranbleiben, eine schöne Zeit haben hier und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.